Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil die sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter, unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. In diesem Clip geht es um die Airbus und die MTU. Erstmal ein kurzer Blick auf Zahlen und Termine. Ja schon, Mordsunternehmen, ne? 109 Milliarden. Ich glaube, das sind die drittgrößten im DAX. 8.11. 15.02. ist der Jahresschluss 23. Und dann ab 1.05. geht es weiter mit dem ersten Quartal. Ja, muss man mal schauen. Sonst habe ich jetzt hier keine Termine. Die sind empfohlen worden von JP Morgan mit einem Ziel von 200. Ja, der Kurs ist 140 und die Deutsche Bank hat sie hochgenommen auf 152. Das ist der Monatschart. Ich mache diese Analyse am Montagmorgen um 8.34 Uhr. Das ist der Monatschart. Man sieht also, die sind jetzt hier am Corona-Hoch. Die sind sogar schon auf dem All-Time-High gewesen. In diesem wunderschönen Ausdruck übernehme ich ja immer von dem Jörg Scherer, Uncharted Territories. Von der Monatstechnik her ist das alles noch hier völlig in Ordnung, stabil, seitwärts, leicht positiv. Diese kleinen Trends hier und diese Zahlen komme ich gleich drauf. Auch von der Stochastik her nichts Besonderes, kein frisches, sinnvolles Signal. Gucken wir mal auf die Woche. Hier ist die Woche. So, jetzt kann ich diese beiden Sachen schon mal nennen. Das ist also eine ganz wichtige Make-or-Break-Line, diese 85,70. Das war das Tief von Anfang Oktober 2022. Und davon sind sie jetzt halt hier hoch auf die Runde leicht 140. Ist schon eine ordentliche Strecke. Airbus hat einen Auftrag nach dem anderen. Das ist ja sensationell, was die da machen. Haben natürlich auch immer die Gefahr, was ist denn, wenn so ein Flieger mal runterkommt oder es irgendwo irgendeinen Triebwerksschaden gibt, was weiß ich was. Das ist immer das Problem bei sämtlichen Airline-Aktien, aber damit muss man leben. Grundsätzlich haben sie ein gut gefülltes Auftragsbuch und es ist echt in Ordnung. Hier sieht man schon diesen kleinen Trend, auf den gehe ich jetzt im Tag nochmal ein, also klein, der ist jetzt hier, wie gesagt, der ist vom 3.10.2022. Der verbindet sich bald mit der 20-Wochen-Linie um die 130, schon mal ein guter Support. Wir sind weiter positiv, die Stochastik gilt als überkauft, aber das finde ich jetzt nicht dramatisch. Was fies ist bei Airbus, das sind solche Phasen hier. Also vom Oszillator her rein, raus, hoch, runter, ganz, ganz schwer und das war hier auch über das MACD. Letztendlich ist das hier von 113 bis hoch zu 134 war eigentlich über Monate nur eine Seitwärtsphase, aber aus der brechen sie jetzt aus. Wir gehen in den Tag. Sorry, meine Stimme geht ein bisschen weg, aber das ist einfach nur, weil ich erkältet bin. Tut mir leid. Kurzfristig. Das ist jetzt also der Tageschart. Werden sie negativ über das MACD und auch über die traditionelle und auch über die moderne Sichtweise genauso wie von der Stochastik? Heute hier am Montagmorgen handeln sie bei, wo sind sie jetzt momentan? Ja, unverändert, 139,20. Also es sieht so aus, als ob sie von der letzten Aufwärtsbewegung hier vom 23.10.23, also von diesem Jahr, das ist jetzt so ganz grob 5, 6 Wochen her, dass sie einfach mal eine kleine Pause braucht. Eine Pause, die erfrischt. Die kann gehen, das ist hier mal weg. Die kann gehen bis zur 20-Tage-Linie. Das ist der erste Punkt. Verbindet sich sehr schön mit diesen kleinen Zwischenhochs hier. Ich vermute allerdings, dass sie ein bisschen mehr abgeben wird. Vielleicht so in Richtung unteres Band gehen wird. Aber das trotzdem, langfristig sehen die wirklich gut aus.
Ich habe diese Scheine hierfür. Ein 115er Call. Ich mache das mal hier ein bisschen rüber. Mal da weg. Na komm her. So. Ein 115er Call, der liegt unter der, wie ich finde, sehr wichtigen Unterstützung, unter dem letzten Verlaufstief hier. Was wir hatten, was angefangen hat im Mai diesen Jahres und dann nochmal bestätigt wurde im Oktober diesen Jahres. Sind die Scheine wieder weg? Da. Da liegt es also drunter, 115,39. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mir anschaue, wenn wir Kontakt mit dem unteren Band aufnehmen. Den kann ich auch dann relativ leicht oder relativ schnell stoppen. Die heisere Version ist der hier, 124,67er. Da sind wir ungefähr hier unter diesem Aufwärtstrend, unter der 200-Tage-Linie und momentan unterhalb von dem unteren Bollinger Band. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Airbus im Laufe des nächsten Jahres tendenziell ihren Aufmarsch, ihren Vormarsch weiter anhalten wird, mal mit immer kleineren Unterbrechungen. Ja? Sowas hier in dieser Art. Ich mag die, ich habe keinen Put genannt, weil wir sind, wie gesagt, in diesen Uncharted Territories. Ich wüsste nicht, bei welcher Basis ich einen suchen sollte. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal gar keinen genannt. Ich kann hier keinen Punkt festmachen, an dem ich sagen muss, okay, hier ist eine sinnvolle Basis und sinnvollen Stop. Also das ist die Geschichte mit Airbus. Also ich mag die grundsätzlich sehr. Und jetzt gehen wir mal in MTU. Hier sind die MTU, auch wieder der Monatschart. Der sieht völlig anders aus, ja, also ganz anders. Wir haben hier eine lange Seitwärtsphase, aber die werden jetzt hier positiv über den Oszillator und bekommen auch eine kleine Stabilisierung rein in das MACD. MTU hat letzte Woche von mir den Kasper der Woche bekommen. Da zeige ich gleich mal im Tageschart, gucke ich auch nochmal drauf. Das ist ja wesentlich kleiner, das sind ja nur 10 Milliarden, das ist also ein Zehntel so groß wie Airbus. Die haben den Jahresabschluss Ende Februar, am 29. muss gerade eben stutzen, tatsächlich nächstes Jahr ist der 29. Februar. Jahresabschluss für 2023, dann geht es weiter Ende April. Da hatte ich Empfehlungen, die UBS hat so hochgenommen auf 215 und JP Morgan auf 280. Letzteres finde ich ein bisschen ambitioniert, aber da steht natürlich auch nie eine Zeitzone dabei, wann diese 280 irgendwann mal eintreffen soll. Ich prognostiziere hiermit auch den DAX auf 20.000. Ja, sucht euch die Zeit aus. Gehen wir mal auf die Woche. Hier sieht man schon den Kasper der Woche. Auf Wochensicht sind sie etwas hoch. Die sind nicht viel gestiegen in letzter Zeit. Aber vor allen Dingen, das war ja das Problem mit diesem Pulver, mit der Beschichtung von verschiedenen Teilen, hatten sie ein fettes Problem. Liegen im Gegensatz zu Airbus weit weg von ihrem Prä-Corona-Hoch, das war bei 290. Aber die haben schon noch, finde ich, Aufholbedarf. Zahlen haben wir, Empfehlungen haben wir. Ja, wie gesagt, von der Woche her, das ist kein Verkaufssignal hier. Ich glaube einfach, dass durch eben diese sonderbare Kerze, gehe ich gleich im Tag drauf, hat das die gesamte Technik ein bisschen durchgeschüttelt. Jetzt gehen wir auf den Tag. Das war also echt erstaunlich. Die haben einfach so in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, haben sie mal verloren von 186 auf 173 und sitzen wieder da drüber. Ich habe keinen Grund dafür gesehen. Wir sind von der Tagestechnik her auch durchaus in Ordnung. Auch von der Stochastik her in Ordnung. Der Wert handelt jetzt hier am Montagmorgen bei, wo sind wir denn? 188. Also man muss, weil die hat auch so Kleines, mit solchen Bewegungen immer mal wieder rechnen. Das kann passieren, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass sie sich relativ schnell mit der 200-Tage-Linie und diesem Zwischenhoch vom September, von Anfang September diesen Jahres, dass sich damit beschäftigen wird. Ich habe folgende Scheine ausgesucht. Das oben sind noch die von Airbus. Und zwar zum einen ein Call mit der Basis 154. Der liegt hier drunter, unter diesem Doppelboden, den wir hier haben. 154, der kommt für mich dann zum Zug, wenn wir vielleicht nochmal hier drunter gehen sollten, die 173. Dann gucke ich mir den genauer an, 154. Ich habe aber auch einen heißeren noch, das ist ein 168er. Da liegen wir also hier gerade mal 5 Punkte drunter. Wie gesagt, es ist mit Vorsicht zu genießen. Von diesem 168er hätte ich allerdings kein Problem, das jetzt auch schon anzufangen, so eine Handposition, wie ich das immer ganz gerne nenne, dass ich auf jeden Fall welche habe. Weil mit Überbieten
Von dieser 195 ist der Weg hoch zur 220 frei. Also mir gefallen die grundsätzlich ganz gut. Auch hier, die haben diverse Aufträge. Da mache ich mir echt keine Sorgen um den Wert, wenn sie nicht gerade irgendwie nochmal so ein Mist bauen will mit dieser Pulverbeschichtung. Ich habe einen Put, Basis 224. Da sind wir also hier oben. Den habe ich deswegen gewählt, weil hier also das letzte Zwischenhoch war. 224. Den würde ich eigentlich erst dann schauen. Der hat einen relativ kleinen Hebel momentan und der wird noch einen kleineren haben, wenn wir hier drunter gehen sollten, unter die 173. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal 10, 15 Euro nachgeben. Ja, vielleicht bis zu diesem, also im Extremfall bis zu der 158. Ich denke grundsätzlich, alles unter 170 ist eher ein Kaufkurs in den MTU. So, dann gucken wir mal, was die nächsten Filme werden.